Es sind noch 17 Tage bis zur Bundestagswahl. Nun melden sich immer mehr Verbände und Vereinigungen mit ihren Forderungen zu Wort. Heute wurde ein sogenanntes Generationenmanifest vorgestellt. Darin ging es vor allem um Fragen der Nachhaltigkeit, aber auch Digitalisierung und Migration. Die Welt jenseits von Deutschland blieb in diesem Wahlkampf bisher sowieso merklich unbemerkt. Die SPD geht zwar die Gerechtigkeitsfragen an, aber immerhin nur in Deutschland. Und Fluchtursachenbekämpfung, Altmaier hatte diesen Begriff 2015 wenigstens mal aufgebracht, haben wir überhaupt nicht mehr auf der Agenda und vor allem nie darüber nachgedacht, wie denn unsere Lebensstile des Überflusses direkt mit den verzweifelten Aufbruchbewegungen und den Zuständen in diesen Ländern zu tun haben. Deshalb ist Deutschland 2017 so eine Blase des Wohlstands, aber in einer sich rasant verändernden Welt. Und wir wissen, dass diese Art von Wohlstand nicht nachhaltig ist und wir wissen auch, dass sie nicht zu halten ist. Und deshalb brauchen wir eine neue Vision dessen, was Wohlstand und gutes Leben in einer digitalisierten und vernetzten Zukunft mit 10 Milliarden Menschen ausmacht. Und dann müssen wir einen Strukturwandel angehen. Wir können doch nicht mehr um diesen Begriff herum. Die Wirtschaft wird leiden. Ach, Blödsinn. Es gibt Wirtschaftsteile, die werden wahnsinnig wachsen. Andere müssen schrumpfen. Wir müssen anfangen, die Lösungen nach vorne zu stellen, die wirklich funktionieren können in der Zukunft und denjenigen freundlich auf Wiedersehen sagen, die leider nicht mehr dabei sein können. Die haben uns wahnsinnig viel gebracht, wahnsinnig viel geleistet. Vielen Dank dafür, aber wir müssen jetzt weitergehen. Und das bedeutet langfristige Politik mit Gestaltungsanspruch und vor allem eine demokratische Rückbindung, die Menschen wieder als proaktive Akteure und nicht als abnickende Empfänger der Veränderung begreift. Das bedeutet langfristig und auch gemeinwohlorientierte Investitionen, bei denen erfolgreiches Wirtschaften nicht mehr zulasten sozialer Standards und ökologischer Ausbeutung stattfindet. Und das bedeutet eine ernsthafte und ethisch geerdete Diskussion über eine gerechte Verteilung von Privilegien, Risiken, Zugang und Vermögen. Und insbesondere das zwischen den Generationen. Denn die Abwesenheit von langfristiger Orientierung bedeutet eine Ignoranz gegenüber den Auswirkungen unseres heutigen Handels auf diejenigen, die sich nicht mal dagegen wehren können. Migration. Es gibt in Deutschland eine große Hysterie über die vielen Flüchtlinge, die wir aus Syrien, aus Eritrea, aus dem Irak aufgenommen haben. Die Bundeskanzlerin hat hier gesagt, wir schaffen das. Ich glaube, wir haben es einigermaßen geschafft. Es gibt eine vergiftete Debatte darüber. Als Klimaforscher sage ich Ihnen, dass das nur der Beginn ist einer Völkerwanderung. Und die wird dann nicht sich drehen um 1 Million, sondern um 100 Millionen Menschen und mehr. Die Küstengebiete werden gewissermaßen evakuiert werden müssen in Zukunft durch den Meeresspiegelanstieg, selbst wenn wir die 2-Grad-Linie halten. Was wir brauchen, ist also eine geregelte Umsiedlung, die in solidarischer Weise geschieht. Digitalisierung, alle sprechen von Wettbewerb, dass wir mit dabei sein müssen, dass wir nicht im Technikmuseum landen dürfen. Aber die Zukunft der Arbeit wird sich fundamental verändern durch die Digitalisierung. Der Fortschritt bringt kurzfristig Gewinn, aber langfristig vernichtet er Arbeitsplätze. Und was über die Digitalisierung auf uns zukommt, das kann sich kaum jemand wirklich vorstellen. Aber der Zugang zum Vermögen einer Gesellschaft wird nicht mehr über die normale Arbeitszeit zwischen 9 und 5 Uhr nachmittags geregelt werden. Es wird andere Formate geben müssen. Jetzt wird das Grundeinkommen diskutiert, aber das reicht bei weitem nicht aus, um diese Problematik in den Griff zu bekommen. 9. Forderung ist eine ganz konkrete, die mich auch persönlich umtreibt. Ich bin öfters unterwegs, auch auf den Meeren. Und wir haben es geschafft, seit 1950 die gesamte marine Umwelt mit Plastikmüll zu verstopfen. Es gibt Strände auf den Seychellen, wo die zu 50%, obwohl sie paradiesisch weiß aussehen, aus Plastikmüll bestehen, klein geriebene Plastikpartikel. Es ist genauso, dass wir das Plutoniumproblem, den Atommüll, nicht gelöst haben. Halbwertszeit 24.000 Jahre. CO2 hat sogar noch eine größere Halbwertszeit, Chemiegifte und so weiter. Hier zum Beispiel die ganz konkrete Forderung, dass im Produktionssystem einer fortgeschrittenen Industriegesellschaft nur noch Stoffe zugelassen werden, die innerhalb einer Generation, also in 20 bis 30 Jahren, entweder natürlich abgebaut werden können oder technisch entsorgt. Das ist eine völlig offensichtliche Forderung, die aber niemand stellt. Und schließlich,
Warum, verdammt nochmal, ist der Generationenvertrag nirgendwo niedergeschrieben in Deutschland? Er gehört natürlich ins Grundgesetz. Aus einem Gewohnheitsrecht muss ein kodifiziertes, niedergeschriebenes Gesetz werden.